Hallo meine Lieben, ich fliege jetzt gleich nach Salzburg. Ich besuche dort meine Schwester. Sie singt in der Oper Othello mit. Es ist im Rahmen der Salzburger Osterfestspiele. Und genau, ich bin schon ganz gespannt. Ich habe schon ganz viele tolle Sachen über Salzburg gehört, dass es halt wunderschön sein soll. Und freue mich schon auf mein Wochenende da. Hallo, ganz schnell für euch, ein bisschen länger für mich, aber ich bin jetzt gelandet. Ich bin auch schon in meiner Unterkunft, wo ich wohne, und ich bin in Salzburg. Ah, ich saß am Gang die ganze Zeit beim Fliegen und deswegen war das dann total irre, als ich aus dem Flugzeug ausgestiegen bin. So, wow, Berge. Hätte man ja gar nicht vermutet, wenn man nach Österreich fliegt. Aber ich war dann doch etwas erstaunt irgendwie. Und da liegt sogar noch ein bisschen Schnee drauf und das sieht total schön aus. Lasst euch übrigens nicht verwirren durch meinen Schal und meine fette Jacke. Es ist super warm hier. Hier ist schon richtig Frühling. Aber ja, ich dachte halt, safety first. Und ich nehme euch jetzt mit auf meine Reise. Also, wie gesagt, ich bin ja hier, um meine Schwester zu besuchen. Die kennt ihr ja schon alle vom YouTube-Channel. Die drei, die es gesehen haben. Die drei. Ich habe ein bisschen mehr gesehen. Ich habe es noch nicht nachgeguckt, wie viele, aber es haben ein bisschen mehr gesehen. Und wir sind jetzt auf dem Weg, auf der Weg. Oh, süß, guck mal, hier wohnt die. wir sind jetzt auf dem Weg zur Stadt ein. Und dann müssen wir ein bisschen hoch. Ungefähr so da hoch, glaube ich. Ja, wir lassen uns mal überraschen. Schöner Anblick. Uff, verschwitzt. Und mit, wie ist es? Nebel auf der Brille. Wir haben es hier zu so einem Schloss und Burg. Festung. 1478 erbaut. Ja. Sind mindestens 12 Millionen Stufen hier hochgestiegen. Nicht übertrieben. Es ist der kürzeste Weg. Aber auch der anstrengendste. Das ist die Stadtalm. Die Alm mitten in Salzburg City. Das sieht echt cool aus. Sehr, sehr schön. Okay, guckt euch bitte dieses Panorama an. Mega cool. Oh, ist das schön. Bin ich ein bisschen verschwitzt aus hier, liegt es daran, dass es hier halt bergig ist. Aber das sieht so mega cool aus. Ich könnt ihr sehen. Oh mein Gott. Sieht richtig gut aus. Diese Fotos, die sind. Die sind auszeichnungsverdächtig. Instagram famous. So cool. Ja, wir waren auch, wie ihr ja sehen könnt, oben auf der Stadtalm. Es war total schön. Wir haben genau die Golden Hour quasi mitgenommen und richtig schöne Bilder gemacht von dem Bergpanorama. Und jetzt waren wir einkaufen und jetzt gibt es gleich Spaghetti Bolognese. Lecker, lecker. Guten Morgen aus Salzburg. Wir sind jetzt aufgewacht und aufgestanden und es gibt Kaiserschmarrn. Ich soll noch mal zeigen, dass das hier wohl echter Kaiserschmarrn ist mit Rosinen drin. Ich habe einen ohne Rosinen. Guckt euch mal diesen Tunnel an, wie krass das Teil aussieht. Mega gut. Ich laufe jetzt nicht durch. Es ist wunderschönes Wetter in Salzburg. Es ist richtig schön Frühling. Und ja, ich freue mich schon, was wir so sehen werden. Cool. So, wir sind jetzt im Tunnel drin. Es ist gleich gerade mal ein paar Grad kälter geworden. Hier gehen auch irgendwelche anderen Tunnel ab. Das ist total verrückt. Das ist Parkhaus. Es ist Parkhaus, es ist im Berg drin. Okay, schön. Also, übelst krass. Wir laufen hier gerade mit durch den Berg auf die andere Seite der Stadt. Sehr faszinierend, wenn man nicht in einer bergigen Landschaft wohnt. Ja. Ein Tunnel, ein Tunnel. Ein Tunnel, oh mein Gott. So was habe ich noch nie gesehen in meinem ganzen Leben nicht. Ja, aber sonst fährt man immer nur mit dem Auto durch den Tunnel durch. Aber man läuft nicht selber dadurch. Okay, also diesen Brunnen finde ich wirklich super schön. Wow.
Ich habe ein Video wieder gemacht. Oh. Okay, also wir sind jetzt gerade wo? Ich weiß es nicht, aber beim Festspielhaus in Salzburg. Ja. Da hinten sieht man auch eine Burg, das sieht total schick aus. Salzburg. Ich weiß nicht warum, aber hier stehen Gurken. Und ich finde das jetzt etwas verwirrend. Wieso stehen denn hier Gurken? Voll cool. Hallo. Also wir sind gerade in so einem Laden, da werden die schönsten Ostereier der Welt quasi verkauft. Steht es scharf, weißt du? Ja, wohl. Also so schönes. Okay, das ist jetzt ein bisschen schade, dass hier so eine Baustelle ist. Aber die Gasse ist total niedlich mit diesen ganzen Schildern da oben. So schön. Ja, Salzburg, ne? Salzburg. So schönes Wetter. Es ist wirklich ein so tolles Wetter hier in Salzburg und es ist echt schön. Und jetzt gehen wir gleich auf eine Brücke rauf. Ganz viel Schlüssel. Ich hatte viele Liebesschlüssel. So. Sehen wir nämlich aus. Das ist der Blick. So schön. Ich bin jetzt hier vor dem Opernhaus. Ich fühle mich gerade voll inadäquat gekleidet, weil ich halt schicke Sachen an und die meisten kommen hier im Abendkleid lang. Das ist total krass. Ich warte jetzt darauf, dass ich reingehen kann. Ah, und dann gibt es halt Opa und meine Schwester sich mit. Ich bin ganz stolz. Es ist jetzt 20 vor 3. Ich war in der Oper, wie gesagt, das hatte ich vorhin. Habe ich das schon noch gevloggt? Ich weiß es gar nicht mehr. Das ist echt nicht mehr. Okay, Othello war sehr schön. Die Inszenierung hat mir gut gefallen. Und danach waren wir halt auf der Premierenparty. Auf der sneaky Premierenparty. Die nicht offizielle Premierenparty. Und es war sehr lustig. Und es wurde viel gesungen. Was ein Wunder ist bei Sängern. Nein, aber es war wirklich cool und jetzt geht's aber auch in die Haier. Und morgen ist ein neuer Tag für Salzburg. Genau. Guten Morgen. Wir sind frisch und munter. Nach der gestrigen Feier. Ja, wir mussten ja aus dem Airbnb heute raus und sind dann zu unserem Hotel gelaufen. Da haben wir jetzt erstmal unsere Koffer abgelegt, weil einchecken dürfen wir noch nicht. Aber jetzt machen wir Salzburg noch ein bisschen unsicher. Und ja, heute ist leider nicht so schön das Wetter. Also es ist jetzt nicht super kalt oder sowas, aber es ist leider kein blauer Himmel und keine Sonne. Ja, mal gucken, was wir heute alles noch sehen werden. Sag tschüss. Ja. Tschüss. Wir sind jetzt in der Festungsbahn, die wir hoch auf die Burg fährt. Oder Burg. Salzburger Burg. Genau. Und jetzt geht's gleich bald los. So, jetzt geht's los und der fährt bald gleich richtig los. Also noch sind wir unten in dem Ding. Das war ganz reich. Jetzt wird es gewackelt. Oh, wir sind gerade an der anderen vorbeigefahren, hast du gesehen? Heute ist leider nicht so gut. Oh mein Gott.
Ist sie da? Aber das ist jetzt noch ekliger, muss ich sagen. Weil ich jetzt nämlich... Das macht gerade echt gar keinen Spaß. So, Salzburg von oben. Wir haben gerade eine Burgführung gemacht, die war ganz nett mit einem Audioguide. Meine Batterie blinkt schon. Aber es ist total schön hier. Jetzt wird das Wetter auch langsam besser. So langsam haben wir wieder blauen Himmel. Hier kann man mit den Pferdis fahren. Hier sind ganz viele Pferdis. Hallo. Hallo. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal was gevloggt habe. Wir waren jetzt eben gerade beim Bärenwirt. Es gab ein sehr leckeres Schnitzel. Ich blende das gleich mal als Bild ein, weil ich glaube, ich habe kein Video davon gemacht. Aber als Bild. Genau, jetzt geht's wieder ins Hotel. Da kommt unser Bus. Nee, das ist nicht unser Bus. Ja, genau, gleich geht's wieder ins Hotel und dann legen wir einfach mal unsere Füße hoch, weil es wird hier sehr anstrengend. Okay. Hallo, Freunde der Sonne. Ich dachte, ich vlogge heute mal noch eine Runde. Wir waren schon frühstücken. Das kann ich gleich mal als Clip hier einblenden, wie das Frühstücksbuffet so aussah und was wir gegessen haben. Und jetzt fahren wir gleich noch ins Designer-Outlet, weil wir haben eigentlich gar nicht mehr so viel Zeit, um noch irgendwas anderes zu machen, bevor unser Flug geht. Und deswegen gammeln wir da mal eine Runde rum. Das liegt auch zum Glück auf der Hälfte vom Flughafen, also zum Flughafen. Und... Ach, von hier? Nee. Ach, das liegt direkt beim Flughafen, das ist noch besser. Okay, cool. Dann fahren wir da quasi schon hin und gammeln da noch eine Runde ab, weil wir ja schon aus dem Hotelzimmer raus müssen. Deswegen machen wir das. Ja, da werde ich vielleicht auch noch ein bisschen vloggen, mal gucken. Gestern habe ich es irgendwie verpasst, noch Tschüss zu sagen, es tut mir sehr leid. Ich war einfach total müde. Ja, wir haben nicht mehr so viel gemacht nach dem Essen. Und genau, dann sehen wir uns heute irgendwann nochmal wieder, wenn ich die Kamera aussuche. Wir waren jetzt gerade im Outlet, wir sind, haben die Zeit sehr gut ausgenutzt und shoppen. Ich habe auch sehr, sehr günstige Puma abgegriffen, freut mich sehr. Und jetzt machen wir uns auf den Weg zum Flughafen, der ist nämlich fußläufig von hier erreichbar, was sehr praktisch ist. Und das Security Check und so weiter und so fort. Zeit für den Rückflug. Heute sieht man die Berge leider nicht so gut, aber ja. Gucken, wie der Flug wird.